Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 3 Beyond Gotham. Wir sind hier wieder auf der Raumstation. Ich habe das Spiel mal neu gestartet, weil wir jetzt den nächsten Tag haben. Und hier war auch irgendwie alles zurückgesetzt, was ich irgendwie komisch fand. Hin können wir nicht hin, oder? Ne, Sicherheitszellen. Okay, ich glaube, ich habe hier schon alles angeguckt. Das heißt, wir können jetzt weitergehen. Ich war überlegen, ob ich diesen Anzug überhaupt so normal bekommen müsste. Aber ja, man muss den haben, sonst kann man nicht weiterspielen, weil sonst ist hier eine Tür, die du nicht aufmachen kannst. Und wir machen einfach mal weiter. Sie werden jeden Moment hier sein. Servus, Freunde. Firefly, halt sie ein. Firefly, okay. Ich verabscheue dich, Wonder Woman. Ach, warum? Komm, müssen wir denn persönlich werden? Wärst du gerne ein heißer Flitzer? Nein, danke. Habt ihr noch nicht genug? Groß Hallo auf der Raumstation. Okay, da hinten sind schon wieder Joker-Fallen, die ich wahrscheinlich kaputt machen muss. Aber ich habe niemanden mehr, mit dem ich irgendwas machen kann. Kannst du mal ernst bleiben? Wir müssen den Kerl ausschalten. Meinst du nicht eher, wir müssen ihn kalt machen? Oh Mann, jetzt mache ich das auch schon. Ich bin Feuer und Flamme für euch. Ja, ist in Ordnung, lass mich Geld sammeln. Ich meine wie Feuer und Wachturm. Es muss irgendetwas geben, mit dem wir Firefly besiegen können. Vielleicht sollten wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Oder Wasser? Feuer mit Feuer oder Wasser, okay. Erstmal gucken, was das hier ist. Okay, 6 Stück kriege ich hin. 4 sind hinten, 1 ist noch links, glaube ich. Kann ich irgendwie wieder runter? Ich glaube nicht, aber ich weiß auch nicht. Hier bräuchten wir jemanden mit Magnetkräften, die wir natürlich nicht haben. Ja, ich mag diese Zähne-Dinger nicht. Was soll das? Okay, der ist nicht gezählt. Schade. Also der Tausender. Zum Glück können wir mit ihr wenigstens diesen Bumerang hier benutzen. Okay, ich kann auch nicht treffen. Ja, aber wenigstens können wir überhaupt irgendwas machen. Weil mit Flashgas ja nicht. Der ist ja einfach nur schnell. Aber es ist cool, dass wir mal was anderes außer Batman und Robin oder Batman und Superman spielen. Klar, die haben am Ende von zweiten Teil auch gespielt, aber halt nur so kurz. Also so in einem Level. Es ist cool, dass sie halt mehr integriert wurden. Okay, hier können wir Sachen bauen. Mit ihr können wir nicht irgendwie ein Eisatem machen. Leider. Ist irgendwie nicht auch sinnlos? Okay, mit ihr können wir Sachen blocken. Dass Superman hinter Lex Luthor herläuft, der Kryptonit hat und Supermans Feind halt irgendwie ist. Okay, wenn ich baue, bin ich unsterblich. Interessant. Was machst du denn? Nein, das möchte ich doch gar nicht. X. Ja, X gedrückt halten, okay. Ah, okay, ich verstehe, was ich hier tun soll. Meine kostbaren Flammen, ihr habt sie ruiniert. Dafür werdet ihr bezahlen. Okay, muss ich die einfach nur löschen oder was ist der Plan? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier das Ziel ist. Weil er macht die immer wieder an, ich mach sie immer wieder aus. Und ihn direkt treffen ist jetzt auch keine Option. Wo ist ein bisschen Geld?
Okay. Ich muss dafür mein B gedrückt halten, also mein B anhaben. Okay, ich verstehe halt irgendwie nicht. Ich habe ihn gerade auch die ganze Zeit angeschossen, jetzt nicht mehr. Also jetzt bringst du das? Oh, nein, aufhören! Ich habe dieses Jahr schon gebadet. Ah! Wie schade, dabei war er gerade erst für dich entflammt. Auf das Wortspiel bist du hoffentlich nicht auch noch stolz. Nicht wirklich. Vielleicht schaffen wir es mit Hilfe der Wasserkanone durch diese brennenden Trümmer. Ja, das hätte ich auch gedacht, Wonder Woman. Ah, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich auf einmal sterbe direkt, obwohl ich noch so relativ weit weg war. Aber gut, so nehme ich so hin. Ich hoffe mal, das Level ist nicht wieder zu lang. Ich mag es nicht, dass die Level einfach mal so eine Stunde gehen entspannt. Ich meine, klar, ich mache auch immer alles kaputt, wie es sich gehört für ein Lego-Spiel. Aber es wäre trotzdem cool, wenn es nicht so extrem lang gehen würde. Ja, okay, das verstehe ich. Einfach ziehen. Okay, können wir das hier noch weiter kaputt machen? Ja, das sehe ich schon, cool. Ich hätte irgendwie erwartet, dass in einem vielleicht noch was drin ist und wir so einen Charakter wieder links. Weil wir wissen, dass es die Charakter-Bubbles sind. Was auch immer du bist. Weißt du nicht, dass diese Katze scharfe Krallen hat? Cheater, ich flehe dich an. Okay, es ist Cheater. Zieh deine bösen Pläne auf und schmiede mit mir einen Schwesternbund. Tut mir leid, ich habe schon neue Freunde und die sind gern böse. Okay, bringt gar nichts, cool. Okay, dahin kann ich nicht hin. Noch nicht. Aber ich kann das hier schon abschmeißen. Okay, wie auch nicht. Warum auch immer ich da hinten noch nicht hin kann. RIP Geld. Sieh, dass ich ja nicht hin kann. Okay, das ist ein bisschen schade. Wahrscheinlich müssen wir gleich mit allen Charakteren hier noch irgendwas machen. Also, dass wir erst mit den beiden spielen, dann mit Batman und Superman und dann mit Robin und Cyborg. Ja, können wir auf jeden Fall vorstellen. Ein bisschen auf einer Bildschirm gucken, um zu gucken, was ich zerstören kann. Ja, ich habe kein Laserding. Wie kriegen wir sie da wieder runter? Vielleicht kann ich den Laserstrahl ja mit meinem Armband in ihre Richtung lenken. Besser als eine Schüssel Milch und nach diesem Stil. Und das stimmt, ja. Au. Okay, also es ist echt nicht so schön gemacht mit dem Rand da, weil ich stehe halt noch nicht im Feuer drin. Klar, es ist warm, aber. Ja. Oh, okay. Kann ich das jetzt dahin kaputt machen? Weil ich habe irgendwie Angst, dass ich da gleich nicht mehr hinkomme. Wahrscheinlich muss ich das einfach so nach der Story wieder machen. Warum auch immer das gerade aktiv war? Ich habe nicht drauf gedrückt. Okay, ich muss das Ding erst bauen, das ist ja dumm. Ja, ich weiß, wie funktioniert Batmite. So grob. Ich würde das Ding gerne sehen. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Hallo.
Okay, jetzt bin ich da unten. Also, das Ziel ist echt beschissen. Ich hab keine Ahnung, was ich an Gold zerstört hab. Dafür werdet ihr bezahlen! Du gehst nirgendwo hin! Okay, für den Rest bin ich irgendwie zu schnell, also... Bei dem Feuermaß mal bin ich zu schnell für. Ich hab keine Ahnung, warum ich diesen Goldquatsch kaputt gemacht hab. Oh. Hallo, Märchen, Manhunter? Superman mag dich nicht so sehr wie du ihn. Okay, das reicht. Dialoge sind ganz lustig. Übrigens habe ich gerade Killer Croc durch einen Kanal gejagt. Warum hast du mich geschnappt? Ah, er hat mich überrascht. Aber diesmal bin ich bereit. Schon wieder? Okay, also wir kriegen jetzt anscheinend nicht mehr das Minikit, weil ich nicht an diesen einen Punkt gekommen bin. Danke. Dann werden wir wohl die Treppe nehmen müssen. Robin, hast du schon mal ein Raumschiff mit Treppen gesehen? Stimmt ja. Dann müssen wir die Aufzüge kontrollieren. Schnell! Irgendwie glaube ich, dass dieser Schacht mir ziemlich Auftrieb geben wird. Ja, und der Luftdruck bringt uns nach oben zu. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Okay, hier brauchen wir einen Charakter, den wir nicht haben. Oder... Vielleicht einfach nur ein Skill, aber das ist ja wie Gedankenkontrolle wahrscheinlich, wieder vom Riddler zum Beispiel. Hier kann ich was magnetisieren, fühle ich. Aber was? Also irgendwie verstehe ich nicht, wieso ich meinen Anzug beim Springen gerade gewechselt habe mehrmals. Ich habe einfach nur gesprungen, habe dann X gedrückt zum Angreifen. Aber gut, die wissen schon, was sie machen, hoffe ich. Wir haben übrigens Treibstoff, ja, also das heißt, wir können halt überall fliegen. Habe ich ja das extra gekauft und ich denke so, ich werde es doch benutzen, weil wieso nicht, das ist doch cool. So, dann machen wir erstmal das Ding hier auf. Ne? So. Okay, Minikit, das habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Kaputt machen können wir das hier nicht weiter. Hier können wir dann den großen nehmen. Mann, mit diesem Port ist mein Schaltkreis nicht kompatibel. Aber meine Robin-Drohne sollte es sein. Pass ganz genau auf. Okay. Interessant, interessant. Wir können das mal speichern. Geh mal, Robin. Speichern und fortfahren. So, wir wollen erstmal wieder normal. Den Sprengstoff brauchen wir gleich.
Erstmal, bevor ich irgendwo was weitermache. Okay, das sieht aus wie ein Anzug, wie das Ding da für Robins Anzug, sein Kugelanzug heißt das Ding. Sie wollte Akrobatik die ganze Zeit sagen, aber ist ja nicht mehr Akrobatik, ist ja nur Kugel. Okay, da gab es einen 10er, Ehre. Fliegen können wir theoretisch auch, um nochmal alles abzufliegen, was es hier gibt. Okay. Was ich komisch finde, ist, dass er manchmal einfach so einen Angriff macht, obwohl ich das gar nicht so wirklich will. Also, das ist komisch gemacht. Da gib mal alles her an Geld, was du findest. So, Geld gesammelt. Okay, gut, es kann sein, dass ich davon schon welche verpasst habe, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Ah, hier zum Beispiel, ich kann einfach so fliegen. Warte mal. Ah doch, wenn ich B gedrückt halte, geht's doch irgendwie, dass ich wieder runterkomme. Ich dachte, das geht nicht, aber ich habe wahrscheinlich immer nur einmal B angetippt und nicht gedrückt gehalten. Okay, das heißt, ich habe hier, glaube ich, soweit alles gemacht. Ich ne... Ernsthaft, Robin? Wo bist du denn? Wieso... Also ganz ehrlich, wieso ist er denn da? Ich eintritt nach links und sterbe sofort. Wir gehen den Kugelanzug anziehen. Okay. Batman hat mir meins weggenommen, weil ich so getan habe, als wäre ich Superman. Also ich will es nicht sagen, aber wozu? Ich kann fliegen. Also ich meine, Geld nehme ich natürlich gerne mit. Aber ich kann halt legit fliegen. Was habe ich davon, wenn ich hier einfach hochklettere? Ach nee, hier brauchen wir ihn ja auch. Ach stimmt, den Magnetanzug haben wir jetzt ja auch wieder. Weil wir den ja mit unserem guten Freund Cyborg freigeschaltet haben. Und dann brauchen wir den Technikanzug. Aber dann brauchen wir hier die... Oder geht das auch mit dem Stick her? Das heißt, wir brauchen nicht mal die Drohnen dafür. Hier muss ich wieder warten. Ja, ja, es funktioniert! Cool! Vom fliegenden Robin zum Liftboy. Schnappen wir uns diese Ehren. Vom fliegenden Robin zum Liftboy? Okay. Die verlieren anscheinend auch immer Geld, wenn man tötet. Interessant. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte und ja, wir haben noch hier den Kampf vor uns und da haben noch Batman und Superman. Okay, man kann den nicht sich bewegen. Okay, ein paar Grafikglitches, fühle ich. Nicht der entscheidende Moment, wenn das Licht angeht? Entweder ist das Stromausfall oder sie wollen uns wirklich auf die Folter spannen. Funktioniert dein Leuchtanzug, Robin? Könnte sein, dass wir den brauchen. Ja, kann sein, dass wir ihn brauchen, aber aktuell sieht es ja also nicht so aus. Okay, das war ein cooler Move. Warum funktioniert deine Nachtsicht nicht? Du bist ein Roboter. Also. Ja, dann mach das doch mal, Robin. Dann muss ich das nicht für dich tun. Ja, ich glaube, um Sachen zu zerstören, einfach den Laser nehmen.
Kannst du bitte einfach ruhig sein, Robin? Ich habe keine Ahnung, was genau ich hier mache. Also ob ich jetzt hier irgendwie viel zu weit schon im Voraus bin. Gott, meine Güte, ist doch geil. Also es ist nicht mal so dunkel, dass ich nicht mehr was sehe. Also klar, in den Ecken ist es schon nicht hell. Aber ist auch nicht so schlimm. Schnauze. Da brauchen wir Strom für, den haben wir nicht. Okay, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Zum Glück noch einen zweiten Bildschirm, den ich gucken kann. Hier brauche ich auch... Brainiac. Brainiac ist dieses grün-pinke Leuchten. Interessant. Ist da hinten auch was? Och, meine Güte. Ja, er funktioniert wahrscheinlich, aber ich bin hier gerade dabei, mit dir zu spielen, Cyborg. Und hier oben, weil du fliegen kannst und Robin kann nicht fliegen. Glaube ich. Also ganz ehrlich, wieso muss man diesen Tipp immer und immer und immer und immer und immer wieder wiederholen? Langsam habe ich doch raus, dass ich das brauche. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ja, ne, so ist falsch gedrückt. Ich brauche meinen Leuchtanzug. Ach, gesperrt. Ja. Ich habe irgendwie zu weit da unten gedrückt nochmal. Es ist doch gar nicht mal so dunkel. Das hier sehe ich ja sogar echt noch auf meinem dunklen Bildschirm. Problem ist halt, dass... Muss ich jetzt erst noch da einmal rangehen, um mich aufzuladen, obwohl ich aufgeladen bin? Zählt das jetzt als, ich weiß, was ich tue? Ja, Mist, ich wollte da noch den 2000er mitnehmen, also den zweifachen Bonus mitnehmen. Aber leider nein. Okay, einer fehlt noch, den kriege ich, der ist nämlich da vorne. Okay, echter Held haben wir auch bald. So. Also vor allen Dingen, wieso hat Cyborg keine Lampe eingebaut? Er ist ein Cyborg. Ich hätte erwartet, dass er Lampen hat. Meine Güte, so. Ich glaube, es hört auch endlich auf, mal mich zu nerven mit: Hey, ich sehe nichts, hey, nimm doch mal den Robin. Jetzt kann ich mir einfach ganz entspannt hier einfach Sachen zerstören mit meinem Laser. Denn mit dem Laser kann man echt schnell Sachen zerstören. Gib Geld, danke. Gib Geld, danke. Nicht in den Abgrund stürzen, das ist, glaube ich, unvorteilhaft. Ich glaube, wir brauchen 150.000, das heißt, das haben wir auch gleich. Und wenn wir dann gleich noch mit Batman und Superman spielen, dann haben wir es ja safe. Aber gut, ich habe auch alles fleißig zerstört, muss man sagen. So, hier ist noch eine Lampe.
Okay, das kann ich nicht zerstören. Das ist das hier rechts. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Das sieht auch irgendwie interessant aus. Nee. Das heißt, hier vorne ist noch ein bisschen was zum Zerstören. Aber das scheint soweit gewesen zu sein. Das heißt, wir sollten jetzt das Ding hier machen. Was Cyborg ja nicht sehen konnte. Natürlich müssen wir auch wieder ein Batman-Muster ziehen, weil wieso nicht? Das ist ein Fledermaus-Muster. Eieiei, er ist zu groß für mich! Cyborg, hilf mir! Jetzt kommt mir die XL-Funktion meines Anzugs gelegen. Habe ich das hier nicht auch schon zerstört gehabt? Ja, moin Meister. Oh, hier Grundy gefunden. Grundy böse. Ach ja? Okay, jetzt muss ich B-Spam anscheinend. Ich sehe ihn doch schon. Kann ich eigentlich mit dem Anzug das Ding hier machen? Nee. Auf B kann ich einfach das Ding nochmal anmachen, was aber nicht so viel bringt. Außerdem wie dunkel. Magnet brauchen wir, oder? Okay, nee, ist einfach nur kaputt machen. Okay, ich denke mal, hier müssen wir wieder in den großen Cyborg gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es einfach spammen muss oder nicht. Na, der ist tot. Nein, ja, nicht, danke. Ich mag keine Überraschungen. Okay, los aber. Ja, stimmt, das hier ist andersrum. Okay, es ist nicht Superman. Aber sieht aus wie Superman. Da gibt es neue Schlägertypen, interessant. Okay, wir haben den wahren Helden, endlich. Okay, da können wir nicht, also links kann man nicht weiter, weil kein Magnetzeug.
Okay, ich hab schon irgendwie cool auf euch gestellt. Bitte nicht ärgern, Freunde. Was haben wir hier unten? Da brauchen wir Technik-Robin. Haben wir nicht. Schade. Ja, es ist auf jeden Fall komisch, dass der, dass immer dieses Lied kommt, aber dann unterbricht das immer so schnell. Also, weiß ich nicht. Hätte man anders lösen können mit dem Fliegen. Also, wenn man vielleicht über einen längeren Zeitraum fliegt oder so. Ein Glück, dass ihr hier seid. Diese Situation ist höchst unangenehm, wenn ich das sagen darf. Okay, wie kriege ich da raus? Kannst du mir das verraten? Okay, da kann ich anscheinend nicht hin. Wegen irgend so einem Luther-Scheiß. Okay, den hat Superman selbst kaputt gemacht. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Dieses Mal entkommst du mir nicht, Superman! Ja, dann mal. Das Geld will ich gern haben da hinten. So ist ja nicht. Okay, da komme ich auch nicht weiter, weil noch der Quatsch an ist und wir dafür auch, glaube ich, Tarn-Batman bräuchten. Und ansonsten. Habe ich, glaube ich, alles gemacht hier. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich Schall-Batman. Okay, der schießt mich da weg. Ich werde es aufhören, wenn ich die Welt von Tanalien mit dir befreit habe, Superman. Nee, keine Ahnung, was, ob das irgendwie relevant ist, das Ding da. Also ich kann mir einfach schon wieder Schaden machen. Interessant. Ja, es ist nicht der spannendste Fight, wenn ich ehrlich bin. Es war nett, aber die Spielchen sind jetzt vorbei. Also bisher machst du noch nicht so wirklich Interessantes, Freund. Sollte ich jetzt nicht eigentlich geschwächt werden, weil er mit Kryptonit-Zeug schießt? Okay, das war komisch. Okay, gut, das geht mit ihm auch. Dafür brauche ich meinen Flash. Okay, gut. Kriegen wir hin. So nah. Freigeschaltet. Elektroanzug. Okay, das fehlen immer noch zwei. Okay, wir haben sowieso endlich Strom. Hallo, mach. Ach, ich muss einfach B gedrückt haben, okay, ich will verstehen.
Das war ein bisschen lustig. Hallo. Ein großes Hallo auf der Raumstation. Geld? Haben wir? Adam West haben wir natürlich nicht befreit, weil geht ja nicht. Also, wusste nicht wie. Ich glaube, zwei haben wir. Hey, jo. Das wird wahrscheinlich der Wachturm sein. Wir haben Soups. Und wir haben Wonder Woman. Geschichte fortsetzen. Gucken, was jetzt kommt. Was ist das? Das Objekt, das Green Lantern von Sektor 2814 untersuchen sollte. Seid gegrüßt. Ich bin der Androide Brainiac. Servus. Gib meiner Assistentin endlich deinen Lebenslauf. Wir melden uns, wenn eine Stelle frei ist. Ich will nicht der Gerechtigkeitsliga beitreten. Okay. Obwohl euer Schiff nur eine minimale Gefahr darstellt, kann ich kein Risiko für meine Pläne eingehen. Was sind denn deine Pläne, Brainiac? Ich reise durch das Universum und vervollständige meine Sammlung. Ich schrumpfe mit meinem Schrumpfstrahl Städte aus jeder Galaxie. Bist du eine Art böser Weltraumnerd? Doch. Das Sammeln von Städten hat seinen Reiz verloren. Ich werde meine Ziele wohl höher stecken müssen. Eine Stadt reicht nicht mehr. Ich will jetzt Planeten sammeln. Oh nein. Gehen wir ins Waffenlabor. Vielleicht findet sich dort ein Mittel gegen diesen Brainiac. Kontrollzimmer. Hallo. Hey, wie geht's? Ich bin Conan O'Brien, der neue Hausmeister des Wachturms. Kleiner Spaß. In der Betthöhle wurde es mir zu muffig, also kam ich her. Hast du irgendwelche Fragen zu den Sachen hier? Dann bin ich dein Mann. Aktuell nicht, aber wir haben keinen Superman mit. Das ist schade. Ah, wir haben Martian Manhunter, der sich auch verwandeln kann in ein großes Tierchen. So, jetzt haben wir hier unten die Sicherheitszeit. Ich weiß nicht, ob hier die Mission direkt weitergeht. Ich würde sagen, wie sage ich jetzt demnächst mal? Bis dahin, haut rein und ciao.